Willkommen zurück zu Medieval. Das letzte Mal hatte ich das Level der See abgeschlossen und nun kommt heute die Kristallhöhle. Ich bin gespannt, was mich alles dort erwartet. Ja. Okay, da ist schon Dings. Ich bin gerade nur ein bisschen konzentriert, deswegen sage ich nichts. Wieso schieße ich? Was war das für ein Geräusch? Seid ihn töten! So, was hast du denn? Die alte Stadt Melomid wurde einst von den Rhinotauren zerstört. Diese leben in einer Art Winterschlaf, tief in diesen Höhlen. Die Kristalle verlängern ihr böses Leben. Okay. Ich kenne nur Minotaurus. Wollte nur gucken, ob man das zerstören kann. Ja, nee, ist klar, dass es benetisch wird. Sieht gefährlich aus. So. Der Hell. Oh.
So. Junge! Wieder stellt er sich manchmal echt dämlich an. Ohne Witz. Junge, geh doch da rauf, du Hans. So. Und was haben wir jetzt hier? Bewegt euch leise in diesen Höhlen. Ein jähzorniger Drache haust hier. Okay? Was ist hier? Hörst du mal auf? Die verdammten Fledermäusen. Gut, da geht's anscheinend weiter, und dann geh ich mal zu der geheimen Höhle. Oh ey, was ist das manchmal für ein Geräusch, dieses Beep? Die Decke dieser Höhle ist dünn. Mit der Keule könnte man das Haus zum Einschutz bringen. Okay. Was war das überhaupt für ein Zeichen dort? Das hier. Also ich sehe nur eine schwarze Decke. Die Fledermäuse gehen mir richtig auf die Nerven. Thank you.
Was soll dieser hässliche Kamerasicht? Was ist das für eine Krütze hier? Ja, ich möchte nicht, dass er da reingeht. Wow. Oder kann man da rein? Achso. Das ist ja nur Kristall. Ich dachte, das wäre irgendeine Krütze. Das war's? Hier bin ich jetzt wieder. Nix. Wo habe ich nochmal die gelbe Rune benötigt? Also wo? Für was brauche ich die nochmal? Ach, hier! Jetzt tötet ihn noch mal! Perfekter Rechner! Weißt du, fickt euch! Jetzt ist das Schwert weg! Supergeiler Cut! Also diesmal hat das alles viel besser geklappt. Ich weiß... Also ich habe natürlich das Level neu gestartet, wie man sieht. Er war einmal dämlich gewesen, wie sonst immer. Aber im Großen und Ganzen hat alles wieder geklappt. Übrigens, mir ist dann wieder eingefallen, es wurde davon ein Drachen erwähnt. Also bei den Einhöhlen. Ich gehe jetzt daher nochmal zurück zu den Höhlen, wo ich die ganze Schätze geklaut habe und die gelbe Rune her habe. Denn mir ist ja noch eingefallen. Ach, Mann. Dass ich ja hier noch zwei Drachenedelsteine habe. Und das mit dem Zauberschwert, ich weiß nicht, ob ich den mir dann wieder neu besorgen kann. Deswegen habe ich lieber neu gestartet. Trotzdem finde ich es extrem scheiße, dass es einfach weg war. Obwohl ich den Kobold besiegt habe, oder ist er doch entkommen? Mann, Junge! Wieso geht der nach unten, wenn ich das nicht mal nach unten gedrückt habe? Da lohnt sich nichts zu holen.
Wo stand es mit dem Drachen hier, war? Oder vielleicht... Ich meine, sie machen das doch nicht ohne Grund dahin, oder? Boah, schieß doch da rein! Okay, man kann da nicht reinschießen. Vielleicht hier oben. Nee. Ach, ich habe wieder die Drachentalismane vergessen. LOL! Das funktioniert ja wirklich! Und jetzt? Ach so, das Auge wurde gefüllt. Wer wagt es, in meine Höhle zu kommen und mich aus dem Schlaf zu reißen? Die Stimme passt gar nicht. Vorsicht, kleiner Mann! Ich werde euch auf dem Grill rösten! Na dann kratz ich euch die Augen ab! Dann gebe ich euch eine Tracht Prügel! 250? Wieso kriege ich da plötzlich Schaden? Aber was kriege ich denn Schaden? Hä? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Hallo, was ist denn das? Achso. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Oh Junge, renn doch einfach. Warte mal, hat er nicht irgendwas von einer Decke erzählt? Keule, ja? Ah! Scheiße. Okay, wenn ich da schlage, schlägt es dann nach unten. Jawohl, ist richtig. Ah, ich verstehe das jetzt. Mann, immer das Nichtskommende. Das heißt, wenn er hier ist, muss ich jetzt darauf gehen, wo er ist. Also, wenn das hier mal keine Verarsche war. Wieso geht es nur einmal? Was ist das für ein lächerlicher Scheiß? Aber im Großen und Ganzen ist der Fall einfach. Gut, ich krieg immer nur 4 Schaden. Genug! Ich ergebe mich! Das tat echt
musste das denn sein? Du hast mich angegriffen! Hier, nehmt den Drachentrank und lasst mich in Ruhe. Trinkt ihn, wenn ihr ihn braucht. Er gibt euch einen hitzefesten Panzer und lässt euch Feuer speien. Und nun verschwindet! Das ist eine Waffe? Okay. Alter. Och Mann, hör doch mal einfach auf mit diesem Scheiß und reagiere. Aber gut, dass es mir noch eingefallen ist, das mit dem Drachen halt. Als ich halt wieder alles hier durchgegangen bin, habe ich halt das mit dem Drachen nochmal gelesen. Ich glaube, das... Ja doch, das war auch ein Bonusboss. Aber diese Höhle war richtig einfach. Diese Höhle, sage ich schon, dieses Level. Ja, stimmt. Und dann ist mir hinterher noch mit den Drachentalismaner eingefallen. Wer hasse dich jetzt, Aufgang? Dann raste ich aus. Ich habe keine Lust, zum dritten Mal das Level zu spielen. Aber ich wusste es, dass man da irgendwas in der Höhle noch machen konnte. Mann, mach doch mal, blödes Spiel, Alter. Es hängt. Halt's Maul! Oh, was ist los mit diesem Spiel? Sonst hast du die ganze Zeit funktioniert und jetzt machst du so einen beschissenen Scheiß? Ey, fick dich! Dann bedanke ich mich, dass du zugesehen habt. Ich muss halt jetzt alles nur aus Stream spielen. Andernfalls, nee, ich wollte ja noch zeigen, was es im Heldensaal gibt. Dann sehen wir uns halt nach einem weiteren Cut uns wieder. Scheißspiel. Super geiler Cut. Ah. Oh. Wäre das keine tolle Touristenattraktion? Hier sehen Sie den mächtigen Schildgard. Daneben den letzten Zentauren. Oh. Und der Hans Zurst da drüben ist Daniel Fortescue, der möchte gern Held. Haha, sehr lustig. Hey, wann willst du mir eine Waffe geben? Ah, ich kann jetzt da durch? Da ist ja nur einer drin. Ich gucke aber vorher hier nach. Okay. Kann es sein, dass das hier der letzte ist? Ist das eine Sie? Ja, ist eine Sie. Daniel, endlich! Ich hab mir Sorgen gemacht. Schön! Ich weiß, ihr habt ein Heldenherz, Daniel. Los, zeigt es ihnen! Wollt ihr meine magischen Blitze mitnehmen? Ich hab zwar nicht viele, aber sie sind sehr stark. Blitze, das klingt gut.
Na dann los und beiß die Zähne zusammen. Ach, entschuldigt. Nun leb wohl, das Volk von Gallomer verlässt sich auf euch. Krass. Ah, das hat auch noch 100%. Das sieht nice aus. Nein. Ich drücke mal auf Kreuz. Doch, auf Kreuz. Obwohl die Springtaste auf Kreis ist. Tja, das heißt, das Ende naht langsam. Das ist natürlich sehr gut. Juhu! Ja! Yes, of course. So, das nächste Mal kommt die Galgenschlucht. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns zum nächsten Mal uns in diesem Level wieder. Ich glaube, es sind noch 2-3 Level, würde ich so schätzen. Ja, ansonsten sage ich hier nur noch Tschüss.